wie es im Englischen so schön heißt, we're standing on the shoulders of giants. Das, was unsere Vorgänger und deren Vorgänger entwickelt haben, das ist auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Eine einmalige Gelegenheit im Leben eines Designers. Das ist ja auch ein Stück Designgeschichte. Viel Demut, viel Ehrfurcht vor der großen Aufgabe. Das Redesign ist die Konsequenz von ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Zum einen ist der große Anlass die Tatsache, dass der Kranich dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Auf der Ursachenseite haben wir uns natürlich schon ganz, ganz lange damit auseinandergesetzt, wie sieht die Lufthansa jetzt aus, wie soll sie auch vielleicht in 20 Jahren noch gesehen werden. Wir haben auch gerade für dieses Projekt ganz, ganz viele externe Experten sehr früh mit ins Boot geholt. Schon als Student wollte ich für die Lufthansa arbeiten. Und was mich so freut, ist, dass manchmal Träume wahr werden. Wir haben uns erstmal mit der Marke, dem Markenkern und der Strategie auseinandergesetzt. Wohin will dieses Unternehmen? Was möchte es in der Zukunft bewirken? Also haben wir zuerst eine ganz große Analyse gemacht. Analyse von dem, wie heute eine Reise erlebt wird. Auf Basis dessen ist uns aufgefallen, dass wir wirklich vieles erneuern können und auch erneuern müssen. Über so viele Jahre kamen immer wieder neue Touchpoints dazu, also Berührungspunkte mit der Marke. Und die sind nicht mehr präzise zuordnungsbar der großen, starken Marke. Das wiederum hat uns natürlich zum Nachdenken angeregt, dass wir im Bereich Erscheinungsbild, Kranich, Farbe, Schrift Dinge optimieren müssen. Es fällt auf, dass unser Kranich sehr inflationär eingesetzt wird. Also wenn man von, sag ich mal, von der Buchung bis zum Flugerlebnis über 50 verschiedene Kraniche stolpert, dann ist es auch nicht optimal. Das, was in der Vergangenheit so gemacht wurde, war für die Vergangenheit das wahrscheinlich Optimale. Es ist nur leider jetzt für die Gegenwart nicht mehr das Optimum. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Geist zukunftsfähig zu machen. Der Kranich, unser Markenzeichen, wurde im Jahr 1918 mit der Hand gezeichnet. Er wurde von verschiedenen Designern in den letzten 100 Jahren immer wieder einen Schritt logohafter gestaltet. Das Zeichen anzufassen, ist für jeden Corporate Designer erstmal sehr respekteinflößend. Dennoch haben wir Dinge erkannt, von denen wir glauben, dass man sie besser machen kann. Zum Beispiel der Kranichkreis, der so dick ist im Moment, dass man fast das Gefühl hat, der Kranich fliegt hinter dem Kreis. Wir haben den Kreis nun dünner gemacht. Wir haben noch kleine Details verändert, die die Funktionalität erhöht haben. Zum Beispiel haben wir die Schwingen des Kranichs etwas geöffnet. Wir haben am Kopf des Kranichs rechte Winkel verändert, die heute nicht elegant wirken. Gerade für die digitale Welt brauchten wir da ein paar kleine handwerkliche Veränderungen. Wir wollten aber auch dieses neue Premium-Gefühl widerspiegeln. Und wir wollten darüber auch eine gewisse Großzügigkeit transportieren. Und auch, und das ist natürlich für ein Design-Element sehr schwierig, aber das ist dann eher eine ganzheitliche Markenbetrachtung. Wir wollen die Marke empathischer machen. I am more than honored to be a part of this moment. It's a special moment for Lufthansa, but it's a special moment in the design world as well. There's lots of worlds involved in this whole project. The first thing to approach is from a strategic level. You're trying to get the complete essence of what the whole brand is all about. So you don't start out saying what looks nice on an airplane. You'd start out with what is the correct brand strategy, and then you then extrapolate that and bring it into livery design. Der Markenkern der Lufthansa ist Enriching Travel Experience. Warmherzig, kultiviert und durchdacht. Wie kriegen wir tatsächlich in dem Erscheinungsbild diese strategische Komponente zum Ausdruck? Premium bedeutet für uns, dass wir für jeden Reisenden in der Lage sind, auch im Vergleich zum relevanten Wettbewerb, etwas besser zu sein, ein etwas wertigeres Produkt, ein etwas wertigeres Erlebnis dann auch darstellen zu können.
Und so sind wir diesen Prozess durch quasi alle Elemente durchlaufen, um immer wieder zu versuchen zu verstehen, welche Optimierungen gibt es da für sich, aber auch welche Optimierungen müssen dann auch gerade im Zusammenspiel zwischen diesen Elementen immer wieder vorgenommen werden, damit das Ganze nachhaltig und stimmig bleibt. Die Grundaufgabe war, ein komplettes Schriftsystem zu entwickeln, also nicht nur das Logo, sondern ein Schriftsystem, was auf allen Touchpoints funktioniert. Im Laufe der Zeit verändern sich ja auch die Anforderungen an eine Schrift. Man musste beispielsweise in kleinen Größen auf dem Monitor als Ersatzschrift die Arial nehmen, weil die Helvetica eben nicht so gut für die Screens funktioniert hat, von der Lesbarkeit. Jetzt mit der neuen Schrift ist es eben so, die funktioniert für alles. Wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem die Tragweite bewusst, was man da irgendwie verändert und was man da anpackt. Das ist ja auch ein Stück Designgeschichte. Bei diesem Projekt ging diese ganze Schriftentwicklung von diesem Wort Lufthansa aus. Das war also erstmal der Ansatz zu sagen, wir machen jetzt mal 6, 7 Varianten von dem Wort Lufthansa. Haben dann geguckt, okay, wenn das Wort Lufthansa in diesen unterschiedlichen Stilen funktioniert, wie würden dann andere Buchstaben auch aussehen? Weil eine Schrift ist ja ein System, was aus, wo alle Buchstaben, wo jeder Buchstabe mit jedem anderen Buchstaben funktionieren muss. Insgesamt ist die Schrift jetzt ein ganz bisschen breiter. Dann haben wir diesen kleinen Abstrich am A, der bei der Helvetica noch da war, nicht mehr. Das F und das T, die sind von der Kurvenführung harmonischer. Wir haben am U sehr stark gefeilt. Wir haben hier versucht, das U zu reduzieren. Dann aber ist es uns aufgefallen in verschiedenen Tests, dass dieses U, vor allem wenn es am Wortende steht, nach rechts kippt. Klingt banal, aber Stabilität ist für eine Fluggesellschaft ein sehr wichtiger Wert. Obwohl das Wort Lufthansa eigentlich nur ein geschriebenes Wort ist, nehmen die meisten Menschen das als ein Bild wahr. In Zukunft wird nur diese Schrift für Lufthansa stehen. Die wenigsten laufen rum und sagen, ah, das ist ja die Schrift von dem und die von dem. Aber wenn ich jetzt am Flughafen bin und ich sehe ein Schild und da steht dann in der Lufthansa-Schrift der Weg drauf, die Richtung, dann weiß ich, dass es Lufthansa ist, gehört dazu. Diese eigene Schrift schärft diese Zugehörigkeit zu Lufthansa. Ja, ein Projekt von dieser Größenordnung und Komplexität kann man natürlich nur im Team machen. Und ein Team führt es dann auch mit sich, dass durchaus kontrovers diskutiert wird. Und es gab die ein oder andere Designfrage, an dem wir viele Stunden auch mit etwas erhöhten Dezibel-Levels über die Konsequenzen gesprochen haben. Und die emotionalste Diskussion innerhalb dieses ganzen Refreshs war sicherlich um das Thema der Farbwelt. Die Lufthansa definiert sich bis dato über die Farben Blau und Gelb fast gleichermaßen. Wenn mich als Corporate Designer jemand gefragt hat, entweder eine andere Designagentur oder ein Gast oder ein Kollege, welche Farbe steht für Lufthansa, dann konnte ich ganz ehrlich keine eindeutige Antwort geben. Und dadurch, dass man diesen Konflikt nie gelöst hatte, kam der ganze Variantenreichtum. Es ist einfach wichtig, dass eine Marke, ein Corporate Design, eine klar führende Farbe hat. Wir haben uns entschieden, die Farbe Blau als führende Farbe für die Lufthansa zu definieren. Das heißt aber nicht, dass wir Gelb verlieren. Wir würden Gelb niemals aufgeben. Für uns war klar, wenn man der Premium-Positionierung tatsächlich Rechnung tragen will, dann muss das Blau führen und das Ruder übernehmen. Und das Gelb wiederum darf dann auftauchen, wann es eben dient, tatsächlich in der Qualität zu überzeugen. Livery design is a three-dimensional process because behind you you've got a three-dimensional animal. It's not flat. An aeroplane curves in multiple directions. So you have a curve this way, you have a curve this way, you have a curve this way, you have a... There isn't one straight line on an aeroplane, not one. It's a process, it's a three-dimensional process. So working with the design team, I looked at all of the work that they were doing and then drill everything down to the absolute core. Für mich persönlich war die größte Herausforderung die Gestaltung der Flugzeuglackierung. Denn man hat dieses Bild im Kopf über Jahrzehnte. Die Lufthansa, das Lufthansa-Flugzeug,
Und das loszulassen, war für mich ein nicht einfacher Prozess. In the new premium brand, there's a distinct role for each color. So that is the distinct brief that you're given, I was given. Go create, go formulate the most premium blue that you can formulate. Lufthansa's blue has no white, nothing. There is no white in the blue. That's a very difficult thing to achieve. So we had to come up with a way of bringing the yellow in, but not in such a 50-50 ratio. However, we had to bring it in a very important human way. So the welcome panel at the entrance to door one is there to invite a customer on board. So it literally says, welcome. Der Kunde wird vielleicht diese Dinge gar nicht immer gleich bewusst wahrnehmen. Sondern ich glaube, es wird einfach so ein Gefühl sein, dass da irgendetwas moderner, zeitgemäßer und mehr Premium geworden ist. Wo wir gelandet sind, ist eine Evolution. Wir wollten keine Revolution.